Lieben, ich bin's mal wieder und das soll jetzt so eine Art Informationsvideo werden. Und damit es nicht ganz so langweilig wird, hänge ich hinten noch einen sehr kleinen Hall dran. Und zwar wollte ich euch nur sagen, dass in den nächsten 11 bis 12 Tagen oder 2 Wochen keine Videos kommen werden, weil ich für 14 Tage in Toulouse bin. Und ja, von dort aus werde ich nicht die Möglichkeit haben, Videos hochzuladen und ich glaube, ihr werdet es auch verstehen. Und ja, ich wollte euch nur kurz Bescheid sagen und jetzt, wer Lust hat, kann auch den Haul anschauen und dann viel Spaß. Okay, also ich war, wie schon gesagt, bei DM, weil ich noch ein paar Sachen gebraucht habe und es war auch fast alles, was ich mir ursprünglich auch kaufen wollte. Und zwei Sachen sind es mehr geworden. Aber naja, ich fange dann einfach mal an und zwar, als erstes habe ich mir von Balea eine reichhaltige Tagescreme gekauft für trockene und sensible Haut. Das war ungeplant, aber ich dachte, ich kaufe mal sowas. Und ja, die hat gekostet 1,95 €, also voll okay. Ich weiß jetzt nicht, wie sie ist. Auf jeden Fall soll man sie nach der Reinigung auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen und sanft einmassieren. Und ja, ich dachte, das könnte ganz gesund sein, vor allem wenn man jetzt im Sommer auch viel in der Sonne ist. Dann habe ich noch etwas von Balea gekauft und zwar auch ungeplant und zwar ein pflegesanftes Waschgel für jeden Haupttypen mit erfrischendem Grapefruit-Duft. Ich fand irgendwie, das sah voll cool aus mit diesem Pumpspender. Und da sind irgendwie solche Ölblasen drin und Peelingkörner. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall fand ich, sah das sehr, sehr interessant aus. Und darum habe ich das mitgenommen und mich spricht sowas irgendwie immer an. Und das hat 1,65 € gekostet. Dann habe ich mir von Essence Pure Skin ein Anti-Spot-Gel gegen Pickel und Pickelmale gekauft, weil ich im Moment zwei Pickel und die möchte ich wieder loswerden und ja. Das hat 2,45 € gekostet und es ist so ein Creme, ich hatte die auch schon mal, die ist jetzt leer und die finde ich eigentlich auch ganz gut. Dann jetzt für den Urlaub habe ich mir von BB Young Care die pflegenden Reinigungstücher 3-in-1 nachgekauft. Die sind für trockene und sensible Haut. Und die hatte ich auch schon mal und die finde ich sehr gut. Und die entfernen auch wasserfestes Make-up und so. Also es ist voll praktisch und danach braucht man sich auch nicht nochmal das Gesicht waschen oder so. Und die sind auch ganz praktisch, wenn man so abends schon 1 Uhr in der Nacht oder so. Und dann ist man zuvor nochmal ins Bad zu gehen und sich gescheit abzuschminken, dann finde ich die auch ganz gut. Und die gibt es auch für normale Mischhaut. Und die haben kostet 1,95 €. Und dann das letzte, was ich mir gekauft habe, und zwar habe ich mir das auch nachgekauft, und zwar von L'Oréal Paris, das Hydra Active 3 Make-up-Entfernt-Dings. Reinigungsmilch heißt es genau. Und zwar für trockene und sensible Haut. Ich hatte die schon mal und ich finde die echt richtig, richtig gut. Also die entfernt auch wasserfestes Make-up und zwar richtig, richtig gut. Ich weiß, viele YouTuber sagen nur, ja, ich finde nichts, womit das Make-up so abgeht, nur so richtig teure Sachen. Aber ich finde, hiermit geht es echt gut ab. Also wenn ihr was sucht, also ich finde es echt gut, dass es, ich weiß nicht, ob es es auf normale Mischhaut gibt, auf jeden Fall für trockene und sensible Haut. Und ich habe wirklich sehr empfindliche Haut und das ist echt gut dafür und es kostet auch 2,45 €, also es ist auch nicht teuer. Es hält relativ lange, man muss echt nur wenig nehmen. Ich nehme immer zu viel, aber man braucht davon echt nur ziemlich, ziemlich wenig. Und jetzt ist meine Tüte auch schon wieder leer und das war es dann auch mit meinem Video. Und dann hoffentlich bis in 14 Tagen oder so. Tschüss!